Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer Folge von Minecraft Edge Staffel 6. Heute wieder ein bisschen lauter am Reden als sonst, weil ich heute lauter reden kann auf jeden Fall. Aber ich war wieder etwas fleißig gewesen und ihr seht schon, oh, was ist denn das? Ja, ganz genau, ein Wohnblock. Denn ich habe mir gedacht, ey, komm, ich glaube hier hinten kann man ein bisschen so die Blockregion machen mit größeren Häusern und so weiter. Ihr seht auch schon... Wohnblock, gebaut am 5.9.2023. Penis, auf jeden Fall. 4.000. Ja, ich weiß, Einrichtung fehlt, aber es sind ja auch nur Dekohäuser, die mit der Einrichtung nicht wirklich relevant sind. Also, Die Einrichtung ist irrelevant, von daher. Es soll ja einfach nur von außen cool aussehen, von daher, ne? Und diesmal hier keine Schornsteine, weil es ist ja ein moderneres Gebäude, Anführungszeichen. Dementsprechend nur diese komischen Lüftungsschächte. Und da vorne ist noch ein bisschen Laub am despawnen. Und ich habe noch mal ein bisschen designt. Und zwar, ihr wisst ja vielleicht, hier war ja frei gewesen. Und ich wollte hier ja eigentlich ein Haus umbauen. Aber ich habe gemerkt, irgendwie so, nö, auf Krampf doch ein Haus hier hinquetschen. Das wäre mir persönlich im Betten zu blöd. Dementsprechend habe ich ein bisschen designt, auch mit Büschen, mit einem Baum, mit einer Wiese und einem kleinen Teich, wo drei Bänke sind. Davor ist auch noch eine Bank, davor ist auch noch eine Bank auf jeden Fall. Und ich finde, das ist tatsächlich eine gute Ergänzung und ein guter Platzfüller für diese Region und für den Bereich hier speziell. Auch Blumen, auch Kirschblätter und so weiter finde ich persönlich sehr nice. Das Ding ist aber auch, ich weiß halt wirklich nicht, was ich heute bauen soll oder allgemein noch bauen soll. Hier ist noch frei, könnte man noch ein Weizenfeld hinbauen, rein theoretisch. Deswegen diese Folge wird ein Betten-Design, also ein bisschen dekoriert, sag ich mal. Haben wir noch Steinziegel hier? Ja, Betten noch hier. Gut, weil ich habe gesehen, da vorne fehlt noch was bei dieser Abzweigung hier. Und ich glaube tatsächlich, hier kommt wirklich ein bisschen Weizen hin. Also Weizenfeld, so als Platzfüller, weil so ein Haus hier hinbauen wäre jetzt auch nicht so prickelnd, sag ich mal. Weil, Moment, hier keine Straße hinführt und so weiter. Deswegen kommt wahrscheinlich als Platzfüller Weizen hin. Und so ein Baum. Also so ein Weizenfeld mit einem Baum in der Mitte. So als Ergänzung eher gesagt. Das heißt, heute wird wieder ein bisschen dekoriert und nichts gebaut. Weil ich habe seit Feierabend und so weiter und Zeit des Lebens gefühlt noch. Ich schlafen gehen muss, weil ich habe morgen frei, trotzdem morgen früh aufstehen, wegen Termine. Aber ja, ich habe einfach keinen Plan, was ich da hinbauen könnte, rein theoretisch. Dementsprechend kommt da einfach nur ein bisschen Weizen hin und so weiter. Also kommt allgemein auf der Welt ein bisschen Design hin und ich denke mal, das Weizenfeld hat genug Zeit für die Folge, also die Folge soll auch heute nicht so lange gehen, weil, ganz ehrlich, das wird sich im Endeffekt eh nicht jeder bis zum Ende anschauen, nur wenn ich hier rumlaufe und ein bisschen designe, von daher. Aber ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei 3 Minuten 30, deswegen, Moment kurz. So, mit O, da sind wir wieder. Ich musste kurz was antworten auf meinem Handy. Und apropos Handy, ich kaufe mir wahrscheinlich bald oder heute, morgen oder in den nächsten Wochen ein neues Smartphone. Und zwar, einige von euch kennen schon Xiaomi und ich finde Xiaomi an sich ganz okay vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Dementsprechend kommt das neue Handy wieder als Xiaomi zu mir, weil ich das cool finde. Und es wird wahrscheinlich so ein erstes Mal im Leben so ein High-End-Class-Handy. Also nicht wirklich High-End, aber so ein Flaggschiff auf jeden Fall von Xiaomi. Und zwar der Xiaomi 12T Pro. Gute Kamera, guter Akku, schneller Akku. Also ich meine, das Aufladen geht ja schnell. Gutes Display, großer Akku, wie gesagt, gute Kamera, gutes Display. Und auch für Vlogs rein theoretisch ganz gut, sag ich mal. Das heißt, vielleicht kommt dann bald ein Real-Life-Video. Deswegen vielleicht mache ich nochmal ein Video, wo ich sage, ey, stellt mir eure Fragen. Und dann gehe ich irgendwo in meinem Dorf hin zu einem stillen Eckchen und nehme da einfach mal auf. Mit Kamera und Mikrofon alles. Was natürlich rein theoretisch möglich wäre, aber ich weiß nicht wo. Wo da auch gut Licht ist und ein guter Hintergrund ist. Deswegen, das würde ich sogar freiwillig
bis zum Ende durchschneiden, damit es so geil wird für euch, wie es nur geht, weil auf zwei Videos hatte ich persönlich mies Bock. Deswegen, also. Aber ich mache das Video erst, wenn ich dann das Handy habe. Da kommt erst ein Video mit so, ey, stellt mal eure Fragen, weißt du? Also halt wie ein Q&A. Und dann sollte es auch eigentlich ganz gut passen, I guess. Genau. Aber wie gesagt, halt erst dann, wenn ich das Handy habe und die Zeit dafür habe und es draußen nicht dunkel wird, weil es wird langsam wieder Herbst draußen. Das heißt, es wird schneller dunkel und so weiter. Was halt persönlich jetzt irgendwie nicht so nice ist für mich, weil ich finde es eigentlich halt blöd, wenn es draußen schnell dunkel wird, weil ich finde, ich will eigentlich den Tag noch ein bisschen genießen nach dem Feierabend. Speziell nach der Spätschicht, weil Spätschicht ist bei mir halt so von 11 bis 20 Uhr. Und am neuesten ist 20 Uhr schon fast, also schon leicht dunkel. Also es dämmert schon sehr doll, wenn ich rauskomme aus dem Edeka und dann sehe, oh, 20 Uhr schon und so dunkel schon da fast. Also nicht dunkel, aber so, es dämmert sehr schnell und so weiter. Habe ich eigentlich alles eingestellt? Ja gut, man hört mich perfekt. Also man müsste mich laut genug hören und Minecraft auch. Dementsprechend sollte es auch kein Problem sein. Nee. Bam, 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 bam. Wobei, ich habe gesehen, dass es Xiaomi halt 4K kann und mit 60 FPS aufnehmen. Sogar 8K, aber dann halt nur mit 24 FPS. Aber ganz ehrlich, die meisten von euch da draußen hat ein 8K-Display oder 8K-Bildschirm. In Seiten, ihr habt wieder so ein Hardcore-Freak, der solche Sachen kauft für teures Geld. Aber ich meine, 4K und 60 FPS sollte schon sehr stabil sein, auch wenn ich wahrscheinlich das Video nicht in 4K hochladen werde, weil es sonst einfach viel zu groß wäre. Weil ich meine, wenn selbst bei 1080p und 60 FPS wird die Datei groß, das Anführungszeichen. Also so als 6GB, 7GB. Trotzdem braucht es beim Hochladen bei mir so unendlich lange. Das heißt, es muss ja entweder bei einem Kumpel hochladen, wo das Netz gut ist. Oder halt vor Nacht was hochladen lassen. Wir werden sehen, was daraus entstehen wird. Aber ich hatte darauf auf jeden Fall persönlich sehr, sehr Bock. Auch so mit meinem Mikrofon auch in die Hand nehmen und dann, weißt du, so als die beste Audioqualität. Wird wahrscheinlich für einen Außenstehenden sehr komisch aussehen, aber ist mir dann persönlich auch scheißegal. Dementsprechend, ja, gut. Kommt ein Baum hin und ich sage, noch ein Baum kommt hier hin. So, zwei Bäume mitten im Weizenfeld. Was will man mehr? Wir könnten zwar die ganzen Samen jetzt aus dem Weizenfeld holen, aber ich will persönlich die ganzen Samen da im Lager aufbrauchen, damit ich die ja nicht mehr weg habe, weil die nehmen doch ordentlich Platz weg, sag ich mal. Dementsprechend hier 60, 64 nochmal. Das müsste... Da nochmal ein Stack, okay. Das müsste dann aber eigentlich vollkommen ausreichen. Ah ne, ich glaube unsere Eisenhacke geht gleich zugrunde, deswegen fuck. Gut, wir verbrauchen erstmal die ganzen Samen und die Spitzhacke und dann gucken wir mal weiter, wie lange die noch durchhält. Ich mache schon ein bisschen so. Hier auch schon so ein bisschen, so, weißt du, so. Bam, 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 bam. Das sind auch Speedy-Modus hier. Bisschen so verwachsen, ein bisschen so. Durch ein bisschen so chaotisch. Ja, so auf jeden Fall müsste es an sich ganz gut. Ah, Hilfe. Scheiße. So, siehst du mal, genau. Ist doch schon ganz schön. Noch zwei können abgebaut werden und noch zwei können noch platziert werden und dann genau. Das müsste aber tatsächlich ganz okay aussehen, I guess. Dann kommt eine Fackel hier hin. Hier eine Fackel. Moment. Bam. Und bam. Genau. Und mal kurz, by the way, ich habe seit neuestem wieder die ganzen Minecraft-Probleme, im Sinne von Performance-Probleme. Ich join der Welt, drehe mich um und so weiter. Und ich habe einfach nur 2 FPS. Also es ist wirklich immer gefühlt dann, wenn ich den Laptop schon länger anhabe und irgendwie Voice-Mod anhabe. Das Ding ist, Voice Mod habe ich angemacht bei den Aufnahmen mal wegen, um halt die Audio für euch ein bisschen zu verbessern, dass ich halt ein bisschen besser klinge, als wenn ich dann nur mit so OBS aufnehme und das Mikrofon einfach sozusagen Vanilla laufen lassen tue, weißt du?
Deswegen weiß man, bis die ganzen Sachen einstellen mit Bass und so weiter. Aber ich würde sagen, hey, we have 10 minutes. 10 minutes. fuck, auf jeden Fall. Das heißt, danke fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.